Das bleibt immer. Gut, Frau Giefahn, dann zuallererst bedanke ich mich, dass Sie sich mit uns treffen. Also mit mir in Form von FLJ, wenn ich einmal von mir im Kollektiv sprechen darf. Vielleicht fangen wir ganz einfach an, indem Sie mal so ein bisschen aus Ihrer Vita raus erzählen, was Sie in Ihrem Leben bisher so getrieben haben. Ja, ich bin in Mülheim-Ruhr zur Hölscher-Schule, zur Luisenschule gegangen, nach dem Abitur nach Göttingen und Hamburg zum Studieren. Habe schon als Kind, weil ich hier sehr unter der Luftbelastung gelitten habe, mich immer für Umweltfragen interessiert. Habe dann, als ich in Hamburg studiert habe, mit in einer Umweltgruppe gearbeitet und fand nur immer, dass das sehr begrenzt ist. Und als sich die Gelegenheit bot, Greenpeace mitzugründen, habe ich das dann gemacht. Also Greenpeace in Deutschland mitgegründet. Bin dann auch in den internationalen Vorstand gewählt worden, war dort insgesamt 6 Jahre. Habe dort neue Büros mit aufgebaut in anderen Ländern. Habe Außenfortbildung gemacht für Menschen, die sich mit Greenpeace beschäftigt haben in vielen Ländern. Und bin nach meiner Greenpeace-Zeit von Gerhard Schröder gefragt worden, Umweltministerin in Niedersachsen zu werden. Das war in der Zeit, als wirklich sauberer Regen, Atomausstieg, solche Themen sehr wichtig waren, Müllverbrennung, also Mülltrennung überhaupt erst angefangen wurde. Und da habe ich, glaube ich, viel auf den Weg gebracht. Dann habe ich gesagt, naja, Atomausstieg kriegen wir auf der Landesebene alleine nicht hin. Das müssen wir auf der Bundesebene machen, weil ich immer von Frau Merkel Weisungen bekommen habe, auf jeden Fall Genehmigungen für die Atomanlagen zu geben, die wir in Niedersachsen hatten, nämlich das Endlager Gorleben, Konrad etc. Und dann habe ich kandidiert für den Bundestag, bin da auch gewählt worden, war 11 Jahre im Bundestag, habe mich dort sehr viel um Außenpolitik, um Kulturpolitik gekümmert, habe zum Beispiel Goethe-Institute in Ländern mitgegründet und weiterbetrieben, die ja sehr schwierig sind, so wie Nordkorea, Kuba etc., damit wir überhaupt im Dialog mit den Menschen bleiben, weil ich Dialog ganz wichtig finde. Deutsche Schulen im Ausland mitgegründet, damit man auch da den Dialog hat vor Ort. Und bin 2009 aus dem Bundestag ausgeschieden, habe mich selbstständig gemacht und habe dann Unternehmen und Institutionen beraten, zum Beispiel auch das Studentenwerk, wie man umweltverträglicher wirtschaften kann, wie man Beschaffung machen kann und ja, wie man sich umgestalten kann, auch in den Herstellungen, in den Verfahren, in den Produktionsmethoden. Und habe auch den Cradle-to-Cradle-Verein mitgegründet, also von der Wiege zur Wiege, um wirklich Müll ganz zu vermeiden, also gar nicht mehr Abfall zu haben, sondern zu sagen, jedes Produkt muss so gestaltet werden, dass die Elemente auch tatsächlich in gleiche Kreisläufe, also technische oder biologische Kreisläufe gehen können. Ja, und Ende letzten Jahres bin ich gefragt worden, ob ich hier kandidieren möchte als Oberbürgermeisterin. Und weil ich hier geboren bin und weil ich finde, dass unsere Demokratie im Moment sehr auseinanderfällt, es eine sehr schwierige Situation gibt, viele entweder sich nicht mehr dafür interessieren oder eben auch kritische Situationen von rechts oder auch von, was weiß ich nicht, Desinteresse oder sonst was existieren, habe ich gesagt, ich möchte gerne dazu beitragen, hier Gesellschaft wieder zusammenzufügen und deswegen kandidiere ich hier in Mülheim an der Ruhr, weil die Stadt ist groß genug, als dass man ja hier auch Dinge zusammenführen kann und klein genug, dass man sich kennt und es gibt sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen, mit denen man sicherlich auch Dinge voranbringen kann. Sehr schön. Viele Fragen. Vielleicht fangen wir mal bei Ihrem Herzensprojekt Cradle to Cradle an. Wo sehen Sie die Möglichkeit, in Mülheim dieses System zu implementieren, dass man mal so ein greifbares Beispiel dafür hat, was das im Endeffekt für uns bedeuten würde? Ja, es fängt bei ganz einfachen Dingen an, wie bei der Beschaffung, dass man einfach zum Beispiel bestimmte Materialien ausschließt, die nicht gut recycelfähig sind. PVC ist so ein Produkt, ja, was giftig ist, also wo auch die Weichmacher krebserregend sind. Und wenn man einfach mal sowas weglässt in der Beschaffung, ist das schon ein großer Schritt. Aber auch, dass man darauf achtet, dass wir, und das hängt wiederum direkt auch mit Klimaschutz zusammen, dass wir in der Stadt mehr Grün unterkriegen, also auch im Innenstadtbereich, da wo Steine sind, ja, dass man da mehr Grün unterbringt, weil man die Temperatur auch gleich erniedrigt, die Artenvielfalt fördert. Und dass, wenn wir Gewerbe ansiedeln, auch darauf achten, dass das Gewerbe ist, was zukunftsfähig ist, was tatsächlich vielleicht eben die Idee
der Produktion von technischen und biologischen Kreisläufen schon selber verwirklicht oder anstrebt zu verwirklichen, sodass man dann nicht hier noch zusätzlich Müll produziert, sondern sagt, wir haben hier auch die Zukunftsfirmen. Okay, aber das würde sich erstmal ausschließlich auf städtische Unternehmungen beschließen und nicht sozusagen ein Eingriff in die Privatwirtschaft hier sein. Nein, das ist ein Angebot natürlich, dass man sagt, wenn Unternehmen Interesse haben, daran mitzuwirken und zum Beispiel auch Lust haben, ihr Gewerbegebiet aufzuwerten, zum Beispiel es grüner zu machen. Man kann ja auch Gewerbegebiete grüner machen, indem man sagt, wir machen Fassadenbegrünung, wir machen Dachbegrünung, da kann man Wettbewerbe ausschreiben, da kann man gucken, wie können wir die Dinge sozusagen insgesamt für die Stadt klimaverträglich, umweltverträglich, sozialverträglich machen. Das ist alles Cradle to Cradle. Okay, sehr gut. Vielleicht ein kleiner Sprung, aber das ist, wenn ich mich unter meinen Bühlhauer Freunden umhöre, ein Bild, was von Ihnen sehr hängen geblieben ist aus Ihren Werbespots. Mhm. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dieses wunderschöne Bildchen, wo Sie auf einem Boot sitzen. Schlauchboot. Mhm. Neben Ihnen ein oberkörperfreier Mitte 30 Mann. Wie kam das zustande? Wo sind Sie da unterwegs? Da bin ich, glaube ich, im Hamburger Hafen unterwegs, weil als ich in Hamburg studiert habe, mich dort einer Umweltgruppe ja angeschlossen hat und wir dann, als wir mit Greenpeace gearbeitet haben, versucht haben, auch da Firmen aufzugreifen, die besonders viele giftige Einleitungen in die Elbe damals eingeleitet haben. Denn für mich war das so eine Herzensangelegenheit zu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das war ziemlich verdreckt zu dem Zeitpunkt. Wir sind ja schon viel sauberer geworden. Das war so ein Punkt, warum ich in der SPD bin, weil Willy Brandt damals den blauen Himmel über der Ruhr als Vision bezeichnet hat. Und heute haben wir es ja tatsächlich. Und das ist schon ganz gut. Aber wir haben immer noch viele Probleme, also wie Feinstaub oder CO2 oder so etwas. Aber wie gesagt, und damals war eben die Tendenz an der Elbe eben praktisch so eine Industrialisierung wie an der Ruhr zu gestalten. Und viele Firmen haben dort sowohl in die Luft als auch ins Wasser schädliche Einleitungen gemacht und wir haben dagegen protestiert. In Schlachtöfen. Okay. War es ein Protest, eine Demonstration auf dem Wasser im Endeffekt? Okay, das ist ja interessant. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Jugend in Mülheim zurückdenken? Was haben Sie damals hier so getrieben? Also ich erinnere mich immer mit Freude daran, dass von unserer Schule aus, also von der Luisenschule aus, wir rudern konnten. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne das Wasser hat, weswegen ich es auch toll finde, dass wir die Ruhr hier mitten in der Stadt haben. Und ich möchte auch persönlich gerne, dass man in der Ruhr wieder schwimmen darf, was ja im Moment die Bezirksregierung verbietet. Mir ist das ein Anliegen, weil ich das damals nicht konnte, weil die Ruhr zu schmutzig war. Heute dürfte man es, aber es gibt eben andere Hinderungsgründe. Und und das Rudern war sicherlich schon mal eine ganz schöne Erinnerung, mit dem Wasser in Verbindung zu sein und gemeinsam mit anderen was zu machen. Also wir haben von der Schule aus Vierer gerudert und sind da auch eigentlich ganz gut gewesen. Und das ist natürlich ein schönes Erlebnis. Ja, definitiv, definitiv. Aus Ihrer Erinnerung, wie sah die Innenstadt von Mülheim damals aus? Die Innenstadt war so, dass wir uns natürlich nach der Schule da aufgehalten haben, Eis gegessen haben, rumgehangen haben. Es gab auch Kneipen, wo wir dann gesessen haben. Das ist sicherlich jetzt viel weniger geworden. Das wäre auch ein Punkt, den ich gerne umgestalten möchte. Also zum Beispiel, wo ich auch mit Studierenden von der Hochschule Ruhr West schon gesprochen habe, gesagt habe, wir könnten ja dann mal so einen Wettbewerb machen. Was wäre denn eigentlich interessant für Jugendliche, damit sie auch die Innenstadt wieder attraktiv finden? Denn heute sind sicherlich andere Dinge interessant als zu meiner Zeit. Und ich stelle mir so eine Innenstadt vor, in der wir eben diverse Sachen machen, zum Beispiel Pop-up-Gaststätten, wo Leute sich ausprobieren können. Pop-up-Stores haben wir ja schon, wo Leute ausprobieren können. Kultur-, Musik-Events, wo man etwas gestalten kann. Aber auch, dass wir mit einer Stadtentwicklungsgesellschaft marode Häuser aufkaufen, sie selber sanieren und betreiben, damit man eben auch mit bezahlbaren Mieten Alleinerziehende, Alleinstehende und auch Familien mit Kindern unterbringen kann. Und vielleicht einfach die Stadt auch wieder ein bisschen mehr mischt, weil im Moment ist sie ja sehr stark dominiert von Menschen, die Hartz IV bekommen und das für manche Leute dann nicht so attraktiv ist, sich da aufzuhalten. Definitiv, ja. Sie erwähnten gerade einen Wettbewerb. Wäre das ein Wettbewerb für sozusagen Jugendliche,
darin, Vision zu entwickeln für die Innenstadt? Ja. Okay, gut, also kein Wettbewerb für irgendwelche Anbieter. Nein, sondern so, um zu sagen, was wäre denn so ein Bedürfnis heute? Ne? Das habe ich eben, wie gesagt, die Studierenden haben auch gesagt, ja, was wollen sie denn machen, um die Innenstadt besser zu gestalten? Das sage ich, das weiß ich nicht alles. Ich habe Vorstellungen, ich habe sie gerade formuliert, aber da kommen sicherlich Bedürfnisse rein, die ihr uns mitteilen könnt als Jugendliche. Ja. Damit ihr nicht nach Duisburg, Oberhausen, Essen oder wo auch immer hin abwandern müsst, sondern auch hierher wieder kommt. Sehr schön. Ja, eine gute Idee, wie ich finde. Warum Oberbürgermeister? Warum in Mülheim? Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich habe so ein großes Bedürfnis, etwas für Demokratie zu tun, weil mir Demokratie sehr wichtig ist. Ich habe sehr viel mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk gemacht. Das ist damals entstanden aus einer Versöhnungsinitiative von Deutschland und Frankreich, weil eben die beiden Länder sehr lange im Krieg waren. Und das hat sehr viel bewegt eigentlich, um sich anzunähern, sich ja, sozusagen wieder zu befreunden. Und ich merke gerade, dass die Gesellschaft sich selber auch auseinanderentwickelt. Und ich möchte gerne einfach Menschen wieder zusammenbringen und möchte gerne eine gemeinsame, positive Stimmung in dieser Stadt wieder erzeugen oder mitgestalten mit vielen Menschen, die hier sind. Weil es gibt ja viele, die sehr engagiert sind, aber es gibt auch viele, die immer nur meckern, und vielleicht können wir da vieles auf den Weg bringen, um auch Zufriedenheit wieder mit unserer Stadt, aber auch mit der Demokratie voranzubringen, weil ich halte die für sehr wesentlich, und die Kommune ist der Ort, wo man eben direkt sehen kann, was für Ergebnisse man erzielt. Ja. Ich nehme an, das hängt dann auch sehr viel mit Ihrem Führungsstil zusammen, den Sie dann mit ins Rathaus bringen wollen, also die Zusammenführung von, sagen wir, getrennten Schichten. Mhm. Wie würden Sie den beschreiben, und inwiefern meinen Sie, hätte das im Endeffekt einen Einfluss auf das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, gerade auch hier in Mülheim? Ja, ich glaube, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin so ein bisschen beeinflusst worden durch die runden Tische, als die DDR sich aufgelöst hat, wo versucht haben, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammen eine neue Gesellschaft zu entwickeln. Und ich habe in Niedersachsen als Umweltministerin damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Leute, die vorher vielleicht nicht miteinander so gut kommuniziert haben oder gar nicht kommuniziert haben, vielleicht doch dann an gemeinsamen Lösungen gearbeitet haben. Und wenn man versucht, die unterschiedlichen Leute zusammenzubringen und wirklich so zu arbeiten, um eine Lösung zu haben, also nicht nur einfach zu reden, sondern eine Lösung am Ende zu haben, zu der alle stehen, dann hoffe ich, dass das einfach einen positiven Einfluss hat, auch auf die Zufriedenheit, auch auf die Möglichkeit, die Dinge so zu gestalten, dass alle hinterher sagen, wir sind stolz auf unsere Stadt. Ja, das ist ein sehr löbliches Ziel. Das passt ja auch im Prinzip in Ihre Vita rein, die ja hauptsächlich aus Bildung und Kommunikation im Endeffekt besteht. Ja. Sehr schön. Gut, die nächste Frage wäre jetzt Ihre Verbindung zu Mülheim, aber aufgrund Ihrer Herkunft würde ich sagen, haben wir das schon mal abgehakt. Ja. Was würden Sie sagen als Altmühlheimerin? Gibt es eine dezidiert mölmsche Identität? Gibt es den Prototyp Mülheimer? Also ich glaube schon. Also ich habe das an mir selber erlebt, dass ich viel einfacher hier mit den Bürgerinnen und Bürgern in Mülheim wieder in Kontakt gekommen bin, obwohl ich eine lange Zeit lang ja hier nicht aktiv war, sondern wenn ich hier war, habe ich meine Eltern besucht oder bin mit meine Tochter hat hier auch eben einen Mann aus Mülheim geheiratet, und ich habe mit ihm auch immer sehr guten Draht gehabt, sodass mein Mann immer gesagt hat, also ihr habt so eine Mentalität, das heißt, also er kommt aus Mülheim, ich komme aus Mülheim, wir sind unterschiedliche Generationen, verstehen uns aber prima. Ne? Also das hat schon was mit diesem Mölmschen zu tun, glaube ich. Können Sie in Worte fassen, was diese mölmsche Identität ausmacht? Ja, ich glaube, sie ist auf der einen Seite sehr praktisch, sehr lebenszugewandt. Ich glaube auch im Prinzip schon zufrieden. Und wenn man dann jammert, jammert man vielleicht ein bisschen auf hohem Niveau. Das finde ich so. Manchmal habe ich so das Gefühl. Ja, aber irgendwie so. Man nennt das immer praktische Intelligenz. Ja? Also man kann Dinge schon auch lösen, wenn man das möchte. Und das hoffe ich, dass wir das auch wieder hier voranbringen. Und ich sehe an den vielen ehrenamtlichen Organisationen, die es gibt, dass das eigentlich so das Maßgebliche ist, was die Gesellschaft hier auch prägt. Also sozusagen eine sehr praktisch ausgeprägte ruhrpottsche Mentalität. Ja, wir packen das an. Genau, wir packen das an, ja.
Und das möchte ich natürlich auch wieder dazu gewinnen, dass wir hier auch für Mülheim wieder die Lösungen erreichen, die alle sich wünschen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal direkt zur nächsten Frage über, die ja auch wieder wunderbar in Ihre Vita passt und sich um Bildung dreht. Ja. Wie beurteilen Sie Ihren Spielraum in Bezug auf Schulsanierung, gerade jetzt mit dem Hintergrund der Volksabstimmung zur VHS der Ausspielung der VHS gegen Schulsanierung? Ja, ich habe ja schon einen Workshop gemacht zur VHS mit der Initiative zur Volkshochschule, mit dem Unperfekthaus aus Essen, mit dem Architekten, und ich habe auch schon mit der Hochschule Ruhr West gesprochen, die eigentlich auch Interesse an zusätzlichen Räumen hat. Und ich stelle mir vor, dass man so eine Kombination macht aus der Volkshochschule plus einem Bürgerhaus, also wo sich Menschen treffen können, und wir von der Hochschule bis zur Stadthalle praktisch so eine Meile der Bildung und Wissenschaft haben und ein Forum für Bürger einfach. Und dadurch, dass wir die Hochschule Ruhr West damit reinbekommen, erhoffe ich mir natürlich auch, dass wir dadurch eben auch Mittel aus dem Land bekommen, weil die Hochschule natürlich landesgefördert ist und nicht kommunal. Und wenn wir so etwas wie das Unperfekthaus als Konzeptidee dann mit reinbringen, dass wir eben auch dann nicht eine Puppenstubensanierung machen müssen, sondern sozusagen eine einfache Sanierung, die natürlich die gesetzlichen Auflagen erfüllt, aber auf der anderen Seite dann ein offenes Haus darstellt. Das heißt, es muss nicht alles super perfekt sein, sondern kann auch ein bisschen einfacher gestaltet sein. Also für die VHS sozusagen ein wilder Mix aus Unperfekthaus, VHS und Hochschule gemeinsam, auch wieder Kommunikation zwischen Bürgern zu fördern. Genau. Finde ich ein sehr schönes Konzept, aber wie sieht es jetzt mit den Schulsanierungen? Die Schulsanierung, also es gibt ja relativ viele Schulen, die schon saniert sind, wo aber der Internetanschluss fehlt. Das fand ich so ein Wahnsinnsding, dass man eine Schulsanierung macht und nicht gleichzeitig dort WLAN mit reinlegt. Ich konnte das gar nicht verstehen, als ich das gehört habe. Ich habe den Kämmerer auch dazu gefragt und er sagte, ja, also zum Beispiel hatte ich ihn ganz konkret zur Luisenschule gefragt, auf der ich ja war, die schön saniert ist, aber keinen WLAN-Anschluss hat. Und dann sagte er, ja, das war ja schon vor 6 Jahren. Da habe ich gesagt, na ja, aber wir haben doch schon Schulen und sowas vor 10 und vor 15 Jahren mit WLAN ausgestattet. Warum denn hier nicht? Ja, das wären ja zwei unterschiedliche Ausschreibungen gewesen. Also wir müssen Konzepte ganzheitlicher denken. Ne? Und jetzt wird es natürlich eben aufwendig und teuer, wenn man jetzt nachträglich diese ganzen WLAN-Sachen initiiert, aber natürlich müssen wir das tun und das steht jetzt ja auch an, es gibt jetzt ja auch ein Programm, und ich verstehe mich als Oberbürgermeister, als oberste Lobbyistin bei Land, Bund und Europa, um alle Gelder, die es irgendwo gibt, alle Töpfe irgendwie abzuholen, abzugreifen, dass wir eben auch dieses möglichst schnell umsetzen können. Also Digitalisierung ist sowieso für die Stadt ein Riesenthema, denke ich, sowohl was Breitband, also Glasfaser betrifft, als auch was Digitalisierung im Rathaus betrifft, als auch natürlich die Schulen. Ja, also das will ich natürlich als erstes angehen, weil wir haben ja jetzt während Corona gesehen und ich konnte es gar nicht fassen, dass hier alles nicht existiert. Weil ich denke, es gibt so viele Gemeinden, die haben es natürlich schon gemacht. Ja, wenn ich zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen sitze und höre, dass es mal in Mülheim möglich war, als Bürger anzugehen, und eine SMS zu bekommen, sobald man dann im Prinzip seine Warteperiode über hat und ich jetzt ins Bürgeramt gehe und dies nicht mehr möglich ist, frage ich mich oft, also dann verstehe ich ihr Unverständnis dem gegenüber. Aber, wobei, das ist beim Bürgeramt ist es gar nicht jetzt so dramatisch organisiert. Ich finde, dadurch, dass man sich jetzt einen Termin vorher per Internet holen kann, kommt man genau dann auch dran. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also das Bürgeramt ist schon vergleichsweise weit, finde ich. Definitiv. Also es ist schön, dass man sich da einen Termin buchen kann. Also ich habe jetzt zweimal in den letzten 3 Monaten gemacht und war immer super pünktlich. Ich kam dahin, wurde meine Nummer, und dann konnte ich gehen. Richtig. Also bei mir genauso. Allerdings ist es, wenn man spontan vorbeikommt, schon immer ein wenig eine Last, wenn man sich da 2 Stunden unten in den Saal reinsetzt. Ja. Auch wenn das in Corona-Zeiten natürlich jetzt aktuell nicht möglich ist, sondern man nur mit Termin reinkommt. Aber selbst dann kriegt man einen Termin innerhalb von wenigen Tagen. Also ich habe es wirklich mal innerhalb von 1-2 Tagen probiert, das ging auch. Gut, ich habe jetzt letzten Monat einen Termin erst für den 18. jetzt diesen Monats wieder bekommen. Ui. Das streckt sich mittlerweile schon ein wenig. Ja. Wahrscheinlich auch jetzt Corona-bedingt, dadurch, dass man halt nicht spontan reinkommen kann. Aber das war eigentlich nicht das Thema der Frage, sondern
Was meinen Sie, warum solche Detaildinger in Mülheim oft vergessen wurden? Mhm. Also irgendwie ist ja an, wenn man sich Aufzug, Innenstadtentwicklung oder Digitalisierung anguckt, gibt es immer so ein kleines Detail an der Ecke, was eigentlich recht wichtig für den Prozess ist, was aber irgendwie außen vor gelassen wurde, auch bei Schulsanierung. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Dezernaten nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte sein können. Also eigentlich gibt es ja einen Verwaltungsvorstand aus 4 Dezernenten mit dem Oberbürgermeister, der eigentlich als Team funktionieren sollte. Ich habe so den Eindruck, es funktioniert jeder so ein bisschen individuell, also mit seinem Bereich. Und die Abstimmung funktioniert nicht so gut. Denn sonst würde man ja sagen, bei Schulen, da ist dann der eine zuständig, aber der andere hat dann vielleicht noch, was ich, die technische Ausschreibung oder sonst was. Das sehe ich zum Beispiel auch beim Müll. Da gibt es dann irgendwie teilweise 4 oder 5 Stellen, die für Ausschreibungen für Müll zuständig sind, statt einer. Ja, und das würde ich natürlich sofort ändern, dass ich die Dinge zusammenführe und auch wieder versuche, den Teamgeist da zu stärken und nicht jeden individuell in seiner Schublade arbeiten zu lassen. Und ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis im Rathaus. Also ich glaube, mindestens 2/3 der Leute haben gute Ideen, wollen sie auch umsetzen, aber sie bleiben immer irgendwo stecken. Und das möchte ich natürlich gerne ändern und die wiederum zusammenzuführen. Also sozusagen als Lösung eine Verschlankung und Restrukturisierung der Verwaltung. Ja, ein bisschen zusammenführen, denn wir haben ja viele Leute, die auch viel zu tun haben, aber man kann auch sozusagen gucken, wo können Sachen zusammengeführt werden und damit Leute dann für die echten Bürgeranliegen auch wieder öffnen. Ne? Die haben ja manchmal Probleme, die ihre Anliegen dann auch loszuwerden. Richtig, wurde ja auch gestern gesagt, es gibt einen Mangel an Verwaltungspersonal und das könnte man dafür dann wieder verbrauchen. Genau, ja. Na gut, springen wir wieder zu Schulen zurück. Mhm. Wenn wir jetzt Breitbandanschlüsse an jeder Schule dran haben, die auch ein vernünftiges WLAN-Netz haben, was wäre aus Ihrer persönlicher Sicht der erste Prozess in der Schule, den man digitalisieren sollte? Ich glaube, man braucht schon eine gute Plattform, auf der man interagieren kann, wenn man eben zum Beispiel nicht zur Schule gehen kann. Es gibt ja auch mal Leute, die krank sind, die trotzdem zu Hause teilnehmen können. Und die Plattformen müssten auch gleich sein, damit man die nicht jeder irgendwie was Neues erfindet. Und dann braucht man natürlich eine ordentliche Ausstattung, zumindest für die Schülerinnen und Schüler, die nicht selber die Möglichkeiten zu Hause haben. Denn das ist mir jetzt wirklich bei Corona aufgefallen, dass die wirklich am ehesten zurückgelassen werden und damit eben die Distanz noch größer wird, als sie vielleicht vorher schon war, aus ihrer familiären Situation heraus. Und da, glaube ich, müssen wir ganz schnell etwas tun. Okay, also man könnte fast sagen, Lehren aus Corona ziehen, Digitalpaktmittel abrufen, diejenigen Schüler, die nicht ausgestattet sind, ausstatten und gucken, dass man für eventuelle Fälle, in denen Homeschooling nötig ist, eine Plattform hat, über die diese Schüler dann auch daran teilnehmen können. Erwächst gerade aus Interesse von mir selbst diese Frage, wäre es dann für Sie auch vielleicht eine Option, irgendwann mal zu sagen, dass es Schülern ja schon fast freigestellt ist, ob sie jetzt digital am Unterricht, das ist jetzt ferne Zukunft, oder ob sie digital am Unterricht teilnehmen wollen oder nicht? Also ich glaube, ich persönlich halte sehr viel auch von dem sozialen Kontakt. Ich glaube, dass das Miteinander auch ein ganz wichtiger Faktor ist, zumal es immer mehr Einzelkinder gibt. Und die Schule vielleicht der einzige Ort ist, wo man dann eben miteinander sich auch mal arrangieren muss. Wenn man das nur noch alleine vor sich hin macht, dann kann das so ein bisschen wie, gibt ja schließlich auch Computerspielsucht, ja, sich dann so ein bisschen verselbstständigen. Und insofern würde ich Schulen den Präsenzunterricht und den Kontakt miteinander und das Aushandeln von Konflikten, auch das müssen wir lernen. Ja, das hat man nicht von selber. Auch das ist wieder ein Teil von Demokratie. Glaube ich, ist ganz wichtig und da ist die Schule sicherlich ein wichtiger Ort. Okay. Also weiterhin Präsenzpflicht und natürlich für, wenn man krank ist oder irgendwelche Situationen sind, kann man dann vielleicht ja auch einfacher am Unterricht teilnehmen, wenn man eben diese Plattform hat. Richtig, aber die Möglichkeit schaffen, das ist schon mal was. Das haben Sie schon fast beantwortet, aber was würden Sie schätzen? Wie viel Zeit haben Sie im letzten Jahr im Bürgeramt verbracht? Ja, ich habe nicht so viel verbracht, weil, wie gesagt, ich habe mir immer jeweils online einen Termin geholt und habe den auch eingehalten und das waren dann jeweils 10 Minuten oder sowas. Also es ging sehr schnell mit dem Online-Termin. Also ich sage ja, da fand ich, hat es ganz gut funktioniert. Also in der Summe bei 2 Terminen 20 Minuten. Ja, maximal eine halbe Stunde würde ich jetzt mal sagen, insgesamt.
keine Pflicht. Mehr brauchte ich nicht. Also ich brauchte nur 2 Termine. Normalerweise muss man da ja auch nicht regelmäßig hin. Nee, ich denke auch. Also wenn ich so überlege in den letzten Jahren, wie oft ich überhaupt das benutzt habe, mal einen Personalausweis beantragen, mal einen Pass beantragen, das war's dann. Und dann ist es auch schön, wenn es so schnell geht. Ja. Was wäre denn der erste Amtsgang, den Sie digitalisieren würden? Oh, das ist schwierig. Also ich würde mir ja wünschen, dass wir viele so normale Dinge automatisieren. Also ob das der Bauantrag ist oder ob das die Anmeldung fürs Auto ist oder all solche Dinge. Aber was ist der erste davon? Also ich glaube, da muss man sich die ganze Palette mal angucken und sagen, welche gehen auch gleichzeitig, weil sie von der Systematik her gleich sind. Also das habe ich noch nicht letztendlich für mich erschlossen, aber wichtig ist, dass viel mehr im Rathaus auch digitalisiert werden muss. Da wird immer noch sehr viel per Hand eingegeben. Also da kommen, weiß ich, Faxe an. Fax, wer weiß noch, was ein Fax ist, ja. Da kommen Faxe an, die nochmal eingetippt werden müssen und so weiter. Also das ist, sind eigentlich Dinge, die man eigentlich heute nicht mehr erwartet. Richtig. Das ist jetzt keine kommunalpolitische Frage direkt, aber wie stehen Sie in dem Zuge zur, wie drücke ich das jetzt aus als Nichtjurist, zur sozusagen Gültigmachung von digitalen Unterschriften, auch zur Möglichmachung dessen? So. Da gibt es ja inzwischen schon Prozesse, die auch als relativ sicher erachtet werden. Und übrigens ist das ja so, dass man das bei der Steuererklärung heute schon macht. Also die werden ja in der Regel schon heute digital übermittelt und damit sind sie auch dann gültig. Frage ganz abseits von allem, was wir bis jetzt hatten. Bei welchem Italiener trinken Sie hier in Mülheim Ihren Rotwein? Wo verbringen Sie Ihren Sonntagabend? Ja. Also jetzt, als es so schönes Wetter war, habe ich eigentlich vorwiegend unten an der Ruhr gesessen. Also entweder beim Köpi oder beim Thailänder, weil ich einfach gerne am Wasser sitze. Deswegen war der Italiener gar nicht so nah und trinke gerne zu Hause mal einen Wein, weil ich mir dann einen besseren leisten kann. Verständlich. Verständliche Taktik, gerade auch aus der Sicht eines Studenten. Sehr verständlich. Mhm. Wieder ein Sprung. Wie stehen Sie zur Aubeck-Bebauung? Das haben wir ja abgelehnt als SPD. Wir haben ja gesagt, da ist vielleicht in dem Gebiet, was es da gibt, so eine Arrondierung. Da ist ja noch etwas nicht bebaut in dem Gewerbegebiet. Aber ansonsten soll da keine neue Gewerbesiedlung entstehen. Wie ist Ihre Position allgemein zur Grünflächenbebauung, zur Schaffung von Gewerbeflächen hier in Mülheim? Wir haben das Fullerumer Feld, Auberg und Winkhauser Tal ausgeschlossen. Wir haben allerdings gesagt, dass entlang der Autobahn in Selbeck durchaus Gewerbeflächen entstehen könnten, weil da eben zum Beispiel das Konzept Cradle to Cradle tragen könnte. Da gibt es eine sehr intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche, wo man sagen muss, Landwirtschaft ist nicht grundsätzlich besser fürs Klima, als wenn man da zum Beispiel ein Gewerbegebiet, was begrünt ist, was Artenvielfalt fördert, hat, wenn es nicht gerade nur einfach eine Logistikhalle ist, sondern wenn es eben ein Gewerbe ist, was dann zum Beispiel auch viele Arbeitsplätze schafft. Werden Sie, wenn Sie denn Oberbürgermeisterin werden, auch in der Mülheimer Kulturszene präsent sein? Also zum Beispiel im Rathaus, wenn die Sternsinger vorbeikommen oder am CSD teilnehmen, also öffentliche Kulturveranstaltungen im Prinzip als Oberbürgermeister Präsenz also zeigen? Also ich habe im Bundestag den Ausschuss für Kultur und Medien geleitet, ich habe die auswärtige Kulturpolitik geleitet, Kultur ist mir eine Herzensangelegenheit und wie Helmer Hoffmann schon mal gesagt hat, Kultur ist Lebensmittel. Ja, also ich glaube, Kultur ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens und es macht uns Menschen aus. Das unterscheidet uns von Tieren und Pflanzen, dass wir kulturelle Wesen sind. Und deswegen halte ich auch eine kulturelle Vielfalt in dieser Stadt für sehr, sehr wichtig und würde natürlich gerne auch kulturelle Empfänge im Rathaus machen, würde gerne die Vielfalt auch zelebrieren. Und möchte aber auch gerne so etwas wie Ringlokschuppen oder auch das Theater an der Ruhr weiter in unserer Stadt haben. Sehr schön. Das wäre dann ja auch im Prinzip alles eingebunden in diesen Plan einer VHS, eines VHS-Ausbaus. Genau. Also genau. Kultur und Bildung direkt zusammengemixt. Genau. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Wie
positionieren Sie sich bezüglich LGBTQ, beziehungsweise wie würden Sie diese Szene, die Szene ist vielleicht das falsche Wort, die Gruppe, Gruppe von Menschen, oder? Ja, ja. Die Gruppe von Menschen, gerade hier auch in Mülheim fördern? Also ich habe den Verein, der sich hier sehr stark kümmert, auch für die Jugendlichen, habe ich schon sehr früh besucht, habe auch das Jugendzentrum hier besucht und war so überrascht. Den Together e.V., ja, richtig? War überrascht, dass gerade Mülheim da so ein Zentrum ist und dass selbst aus anderen Städten ja, Jugendliche hierher kommen, um hier eben die Möglichkeit zu haben, sich zu treffen. Und begrüße das sehr und freue mich, dass hier so eine starke Initiative ist, weil das heißt ja, dass wir auch eine offene Stadt sind und dass wir eine vielfältige Stadt sind. Richtig. Da hatten wir uns als linkpolitische Jugend auch mal mit dem Herrn Thorsten Schroth getroffen und er hatte uns das auch erzählt. Aber genauso wie Sie recht überrascht. Also im Prinzip Linie weiterfahren und gucken, dass die bis jetzt schon bestehende gute Förderung dieser Gruppe aufrechterhält. Ja, weil ich finde das toll, dass, was die hier aufgebaut und geleistet haben und auch das Zentrum, also diesen kleinen Laden, wo die sich treffen, das fand ich also ganz angenehm. Ne? Ja. Den habe ich, wie gesagt, schon im März oder sowas besucht, also vor Corona halt. Wir hatten uns im Januar mit ihm getroffen und einer der Punkte ist mir relativ stark im Kopf geblieben. Und zwar sagte er auch, wie gesagt, dass Mülheim sehr viel für LGBTQ, LGBTQ tut. Im Endeffekt aber das oft gerade auch zu Bürgerhilfen nicht so wirklich zeigt. Also das ist zum Beispiel, das war sein Lieblingsbeispiel, eine Flaggenhissung der LGBTQ-Flagge am Mülheimer Rathaus gibt, das aber im Prinzip im Endeffekt keiner mitbekommt. Also wenn eine kleine Pressemitteilung dazu gemacht wird oder irgendwie man zelebriert das auf dem Rathausmarkt, darauf wären das Ideen, die Sie vielleicht auch... Ich habe das gerne aufgegriffen, also er hat mir das natürlich auch erzählt und ich habe das gerne aufgegriffen und gesagt, na klar, können wir das auch deutlich machen, warum nicht? Richtig. Also ich möchte gerne Mülheim positionieren als lebenswerte, offene, ich sag mal jetzt auch hippe Stadt, wo man so gerne ist. Ja, sehr gut. Gut, also nochmal, um auf die Innenstadt zurückzukommen. Ihre Ideen, Ihre Pläne wären im Prinzip Bildung und Kultur rund um die Myga. Also von der Myga bis zur Hochschule und dann im Innenstadtbereich, hatte ich ja schon gesagt, einfach auch mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Häuser aufzubauen, selber zu sanieren, Wohnraum, Geschäfte, Gaststätten, Kultur auch dort mit zu verbinden. Dann haben wir das schon mal. Was halten Sie gerade auch in dem Zug persönlich von Urbania? Ja, es ist da. Ich hätte es sicherlich ein bisschen anders gestaltet und wir haben ja immer noch zwei Baufelder, die offen sind. Es ist sicherlich gut, dass wir überhaupt einen Ort haben, wo wir direkt an der Ruhr etwas möglich machen. Also ich habe ja selber gesagt, dass ich jetzt im Sommer öfters da unten an der Ruhr in den Gaststätten auch gesessen habe. Aber ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr Grün gewünscht, ein bisschen offener Gestaltung gewünscht und vielleicht kann man das bei dem Baufeld 3 und 4 noch verwirklichen. Da habe ich aber auch noch nicht die Idee, wie man das macht. Da muss man sicherlich auch nochmal ein bisschen Ideen zusammentragen. Okay, also sind Sie nicht, Sie kritisieren im Prinzip die bisherige Vorgehensweise und die Bauart sozusagen, sagen aber, das ist im Endeffekt ein gutes Projekt. Naja, ich meine, es ist da. Ich sage ja, ich kann jetzt ja eigentlich nicht, ich kann es ja nicht wegsprengen. Richtig. Möglich wäre es schon, aber etwas. Nein, das ist, glaube ich, nicht angemessen, aber vielleicht ist auch die Idee zu sagen, wir haben dort sehr, sehr teure Wohnungen, die wollen eigentlich keine Restaurants unter sich haben und gleichzeitig wollen wir aber eigentlich eine belebte Innenstadt mit Restaurants und mit Belebtheit haben. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen ein Widerspruch. Das muss man sicherlich bei der weiteren Planung 3 und 4 auch berücksichtigen. Das ist richtig, aber Sie würden 3 und 4 noch weiterhin durchführen wollen? Ich weiß noch nicht wie. Ja, also da muss man sicherlich auch nochmal die verschiedensten Ideen, die es da gibt. Da gibt es ja die Ideen von einem Park oder dahin auch noch was Bürgerkontaktmäßiges zu machen oder eben auch noch da Wohnungen zu machen oder eben eine soziale Geschichte zu machen. Also das ist alles noch nicht klar und da würde ich mich jetzt auch noch nicht gerne festlegen, weil ich da noch nicht alle Ideen sozusagen zusammengetragen habe. Aber es ist eine Option für Sie,
das im Endeffekt vielleicht auch nicht zu bebauen. Es kann ja zum Beispiel auch ein Park werden, klar. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, diese Ideen muss man alle zusammentragen und gucken, was macht man am besten. Was passt am besten im Endeffekt ins Konzept der Wiederbelebung der Innenstadt? Genau so ist es. Das muss man zusammentragen. Also da gibt es ja auch Ideen, so Boxshops zu machen wie in London. Oder, also es gibt ganz viele Ideen und ich finde, man sollte die alle mal zusammentragen. Und da habe ich noch keinen Workshop zu gemacht. Zu Volkshochschule habe ich schon einen gemacht, zu dem Gebiet noch nicht. Deswegen kann ich Ihnen da noch keine Antwort zu geben. Das sind ja auch Dinge, die man dann nachher als Oberbürgermeister mit deutlich mehr Informationen auch machen kann. Deutlich mehr, wie sagt man es, Durchschlagskraft auch im Endeffekt. Sehr schön. In dem Zuge vielleicht auch eine wichtige Frage. Was halten Sie von Fridays for Future? Ja, ich finde es sehr toll, dass sich junge Leute wieder politisiert haben, dass sie auch jetzt auch sich engagieren in der Politik. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wir hatten so zwischendurch eine Generation, die war so ein bisschen träge. Ja? Die war ein bisschen an Beruf, Familie und sonst was interessiert, aber hat sich nicht gesellschaftspolitisch engagiert. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir einfach wieder engagierte politische Jugendliche haben. Ich hoffe, dass sie dabei bleiben und ich hoffe auch, dass die Dinge weitergehen. Ich glaube nicht daran, dass die Forderungen sozusagen jetzt alles sofort zu stoppen realistisch sind, denn wenn ich mir an den Kohlekompromiss anschaue, der sehr, 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 sehr viel Arbeit gekostet hat, der unterschiedlichsten Gruppen, denke ich, den jetzt wieder aufschneiden zu wollen, ist wahrscheinlich sehr kompliziert, sondern wir müssen mit positiven Angeboten, wie dass wir jetzt Wasserstoff voranbringen, dass wir jetzt Elektromobilität voranbringen, dass wir neue Produkte voranbringen, die material- und klimapositiv sind, müssen wir einfach die Dinge vorantreiben und dann kann sich das vielleicht von selbst beschleunigen. Also zum Beispiel, nur mal ein gutes Beispiel, in Hamburg hat Vattenfall, glaube ich, beschlossen, Moorburg stillzulegen. Ja, das ist ein Kohlekraftwerk, was sehr umstritten war, mit vielen Auflagen genehmigt worden ist, aber es ist eben ein Kohlekraftwerk in Hamburg. Und wenn die jetzt von sich aus sagen, es ist für uns nicht mehr wirtschaftlich, wir legen das still, dann ist das ja etwas, was eigentlich die Beschlüsse vorwegnimmt. Das ist richtig. Zeigt im Prinzip, dass der Prozess sowieso schon gelaufen ist. Genau. Und dass eigentlich ein Kohlekompromiss da im Endeffekt auch nur ein Beschleuniger, vielleicht auch ein fast unnötiger ist. Ja. Um nochmal zu Fridays for Future zu kommen, sehen Sie Fridays for Future oder allgemein das Klimathema in dem Zuge als eine Repolitisierung der Jugend oder sozusagen das Aufwecken eines schon vorhandenen Potenzials in einer Generation, die im Endeffekt, wie Sie gestern auch meiner Generation, der Generation Z, zugeschrieben haben, die sich sehr gerne sowieso schon an nützlichen Prozessen in der Gesellschaft beteiligt? Ja, das meinte ich ja. Es gibt so eine Generation dazwischen. Ich würde jetzt mal sagen, die 35- bis 50-Jährigen, die sind jetzt im Moment weniger politisch aktiv als die Gruppe, die jetzt so, sagen wir mal, 16 bis 33 ist oder sowas. Ja. Und das halte ich aber für gut und für notwendig und wir brauchen das auch. Wir brauchen das auch für, deswegen ist mir ja Demokratie so ein wichtiges Thema. Und ich freue mich darüber, dass die sich engagieren und ermuntern ja auch alle. Ne? Und wenn ich gefragt werde, ja, finden Sie das denn gut, dass Sie jetzt auch in die Politik gehen wollen, dann sage ich ja, aber ich finde es auch gut, wenn Sie einen Beruf lernen, wo Sie auch was mit verändern können. Also was wir dringend brauchen, sind Chemiker, ja, um andere Prozesse zu entwickeln. Und Chemie studiert immer noch kaum jemand. Ne? Also es ist der einzige Studiengang, wo es noch nie einen Numerus Clausus gab. Ne? Und dabei brauchen wir dringend Leute, die eben andere Prozesse organisieren. Was dann ja auch wieder in Ihr Konzept zur Verknüpfung von HNW, Volkshochschule und... Richtig. Ja, genau. Passt. Also ich wünsche mir hier auch eine gute Kooperation mit der Hochschule, mit den beiden Max-Planck-Instituten, mit vielleicht neuen Unternehmen, die sich daraus entwickeln, Start-ups, die wir hier vielleicht im Tengelmann-Gelände unterbringen können oder ne? So, also alles mögliche Entwicklung für Mülheim. Ja. Haben Sie Ideen dazu, wie man allgemein Start-up Gründung hier in Mülheim fördern könnte, wenn man die richtigen Voraussetzungen dafür schafft? Naja, man muss gute Bedingungen schaffen. Das heißt, sowas wie diese Pop-up-Stores, Pop-up-Gaststätten, muss man sicherlich auch für Gründer Möglichkeiten schaffen, wo sie sich auch erstmal ausprobieren können. Vielleicht auch mal 3 Monate
mietfrei erstmal Raum bekommen, bevor sie sich dann vergrößern oder sehen, ob ihre Idee gut funktioniert. Also ich würde versuchen, ein gründerfreundliches Klima zu schaffen, damit wir auch die Absolventen, die wir von der Hochschule haben oder eben auch Wissenschaftler, die beim Max-Planck-Institut sind und hier vielleicht nur für eine Zeit sind, für ein Projekt sind, eventuell auch hier behalten können. Also sich sozusagen am Beispiel eines Gründerhauses, wie es jetzt hier in der Innenstadt zum Beispiel schon gibt, sowas fördern, weiter ausbauen, auch städtisch anbieten, nicht privat wie bisher. Und auch versuchen mit den Institutionen, die ich eben genannt habe, zu entwickeln, was braucht man für Rahmenbedingungen. Ich kenne gar nicht alle Rahmenbedingungen, die man vielleicht dafür braucht. Aber da kommt dann sicherlich noch zusätzliche Ideen. Und da kann man dann auch Förderungen von Bund, Land, Europa und so weiter kriegen. Richtig, Digitalisierung, Start-up-Gründung ist gefördert, wie sonst kein zweites Thema. Mhm. Wie stehen Sie zu der Idee eines Gründerzentrums? Auch das könnte man sich gut vorstellen. Also es wäre zum Beispiel etwas, was man auch beim Tengelmann-Gelände machen könnte. Wenn man da so eine Mischung zwischen Wohnen und Gewerbe hat, und Gründer sind ja auch Gewerbe. Also richtig, richtig. Treibt dann ja auch wieder Geld in die Mühlener Kassen rein. Mhm. Richtig. Was wäre die erste Sache, die Sie umsetzen würden, wenn Sie gewählte Oberbürgermeisterin wäre? Naja, erstmal würde ich versuchen, möglichst schnell alle Anträge zu stellen, um die Gelder, die jetzt noch irgendwo in irgendwelchen Töpfen sind, bis Ende des Jahres einzusammeln, weil vieles ist ja so, dass es bis Ende des Jahres abgerufen sein muss. Besonders in den Digitalisierungstöpfen, was immer da noch offen ist. Dann würde ich eben auch die ersten Schritte machen, um diese Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen, weil ich weiß, dass die Stadtsparkasse zum Beispiel im Moment 100 Millionen an Einlagen liegen hat, mit denen sie keine Investitionen tätigen kann und auf die sie Negativzinsen zahlen muss. Das wäre natürlich toll, wenn wir da eben einen Teil des Geldes nutzen könnten, um eben auch Häuser aufzukaufen, die zu sanieren und dann eben auch wieder für Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende zur Verfügung zu stellen oder eben auch die Pop-Up-Stores da eben und Pop-Up-Gaststätten mit zu unterstützen. Damit wir diese Belebung möglichst schnell hinkriegen. Richtig, richtig, damit wir auch das Kapital dafür haben. Ja. Jetzt bin ich gerade ein wenig überrumpelt. Kann die Stadt einfach so auf das Vermögen der Stadtsparkasse zugreifen? Nein, deswegen will ich ja eine Stadtentwicklungsgesellschaft gründen, damit es keine städtische Einrichtung ist, weil wir als Stadt dürfen kein Geld aufnehmen. Aber eine private Gesellschaft, an der eben auch andere beteiligt sind, vielleicht auch unsere Wohnungsbaugesellschaften oder vielleicht auch die Sparkasse selber, können es ja in Eigenregie machen. Okay, also setzen Sie im Prinzip darauf, dass die Sparkasse das als gewinnbringendes Investment ansieht und dann im Prinzip freiwillig einsteigt. Genau, so ist es. Okay, mal den Fall durchgespielt, dass die Sparkasse dies im Endeffekt nicht tut. Dann müssen wir uns andere Partner suchen. Andere Städte haben das gemacht, Gelsenkirchen, Dortmund haben auch solche Gesellschaften und man muss ja nicht alles neu erfinden, man kann ja auch von anderen lernen. Definitiv, das ist kein schlechtes Konzept. sehr schön. Dann sind wir jetzt relativ schnell am Ende meiner aufgeschriebenen Fragen angekommen. Ich hätte zum Ende noch ein kleines Spiel angeguckt. Vielleicht kennen Sie den Zeit-Podcast Alles gesagt? Nein. Es gibt da am Ende immer ein sehr, sehr interessantes Spielchen, in dem es in dem Entweder-Oder-Fragen gestellt werden, die erstmal nicht direkt irgendeine Positionierung oder sonst irgendwas verlangen, sondern einfach nur ein schnelles Abfragen von verschiedensten, Entschlüssen ist. Mhm. Zwei Fragen dürfen Sie überspringen und ganz wichtig dabei ist, einfach schnell zu antworten. Mhm. Sie können gerne nachher nochmal auf einzelne Punkte eingehen und weiter ausführen, wenn Sie das möchten, aber erstmal geht es in dem ganzen Ding. Eine Entscheidung. Richtig, genau. Und eine schnelle Entscheidung. Hätten Sie da Lust drauf? Warum nicht? Alles klar. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Tablets oder Tafel? Beides. Ist geht leider nicht möglich. Tablets. Tablets, okay. Homeschooling oder Präsenzunterricht? Präsenz. Homeoffice oder Büroarbeit? Büro. Auch da ist die Kommunikation wichtig. Whiteboard oder Tafel? Whiteboard. G8 oder G9? G8. Stadt oder Privatkasse? Entschuldigung, das habe ich nicht. Stadt oder Privatkasse? Wie Kasse? Privatkasse oder Stadtkasse? Kasse. Kasse, ja. Also Geld. Geld. Ja. Stadtkasse. Stadtkasse.
Rot oder Weißwein? Rot. Sehr gut. Theo oder Weiße Flotte? Theo. Ratskeller oder die Kneipe? Die Kneipe. RZ oder Forum? Was war das erste? RZ oder Forum? Ach so, oh, Forum. Schlossstraße vor 30 Jahren oder Kühe heute? Schlossstraße. Stadt an der Ruhr oder Ruhrstadt? Stadt an der Ruhr. Müger oder Aktienstraße? Müger. Müger oder Wittersbusch? Da ich am Wittersbusch groß geworden bin, sage ich dann Wittersbusch. Müger oder Entenfang? Müger. Grün oder Rot? Rot. Grün oder Gelb? Grün. Schwarz oder Gelb? Springen. Rot oder Gelb? Rot. Schule oder demonstrieren? Schule. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Ballermann oder Ballermann? Überspringen. Grünflächen oder Gewerbeflächen? Grünflächen. Minus oder Plus? Plus. Aufbauen oder abbauen? Aufbau. Sehr gut, dann wären wir mit den Entweder-oder-Fragen auch durch. Mhm. Und wenn Sie nicht noch Lust hätten, auf eine Ihrer Entscheidungen weiter einzugehen und die auszuführen, dann... Nö, ich glaube, das war ja alles. Also außer die Geschichte mit Büro oder Homeoffice, weil das ist ja auch so eine Kombi, ist immer das eigentlich Entscheidende, dass man beides machen kann. Ne? Aber ich finde das Büro genauso wichtig als kommunikativer Ort wie die Schule, Präsenzpflicht. Also persönlich finde ich auch Konzepte wie Coworking Spaces, dass man sozusagen Möglichkeit für beides hat, auch im Büroraum drin. Und dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Und ich bin ja mal sehr gespannt, wie die Resonanz ist. Vielleicht teilen Sie mir das mal mit. Nicht nur Sie, Sie werden definitiv markiert. Und dann, also wie die Resonanz ist, kann ich Ihnen natürlich auch gerne mitteilen. Ja. Einfach mal interessieren. Also, ja, natürlich. Und das wird ja auf Instagram, Facebook und YouTube mittlerweile relativ gut getrackt. Wunderbar. Gut, wunderbar. Ja, haben wir ja geschafft, genau in der Stunde, die wir uns vorgenommen haben.